Ich spiele das Spiel noch fertig. Und geschafft. Oh, eine neue Nachricht. Auf das antworte ich noch. Und gesendet. Oh, jemand hat mein Instagram-Bild geliked. Okay, ich komme ja schon. Flugmodus ein. Realität an. Meine Damen und Herren, ich heiße Emil Sokocic und besuche das zweisprachige Bundesgymnasium in Oberwart. Warum ich dieses Ding hier verwende, weiß ich selber nicht. Aber es tun doch so viele Menschen. Dann könnte ich es auch, oder? Vor allem jetzt und in den letzten Wochen spielt sich unser ganzes Leben über diese und andere Geräte ab. Alles, was wir im Moment erleben, ist in diesem Gerät. Ja, wirklich alles. Wir aktualisieren ständig Facebook, als ich sich in den letzten 10 Minuten etwas getan hätte. Wir twittern, wir googeln, wir youtuben. Ich bin der Kaiser, wenn er so käselig. Und mit Ägler Jobban, käse das Elend und Kreselani. Der Miert ist. Nimm lenne Job, ho etzeren Chok, lekop cho enam. Ich hopp, lehet tisztab lenne a világ is. Vagy nem? Wir leben nicht mehr in der Realität. Unser Leben ist virtuell, reine Imagination. Einfach nicht zu fassen. Wir verkaufen unser Leben so, wie wir es wollen. Instagram, Facebook, Snapchat-Bilder, TikTok, jeden Tag 10 mindestens. Dann kommen die verschiedenen Kommentare wie Bestes, ah, hübsche, Schönheit, alles Mögliche. Ist das auf die Dauer nicht langweilig? Warum ist unser ganzes Leben ein Schauspiel? Tényleg az lenne az élet, hogy milyen képet rakok ki magamról? Tényleg ez lenne a fontos? Kicsit gondolkodjunk már el magunkon. Nem lenne szebb a telefonon elpazarolt időt valami hasznosra fordítani? Mint például a családommal vagy a barátaimmal lenni? Itt a krízis helyzetben is. Mi lenne, ha nem minden családtag a Facebookot frissítené, hanem ahelyett együtt kitalálnának dolgokat? Társasozás, kertészkedés, olvasás. Csak használni kell a fantáziánkat. So viel vergeudete Zeit. Man könnte sie viel besser nutzen, oder nicht? Man könnte zum Beispiel etwas zusammenpacken oder wandern gehen. Aber auch nur miteinander reden, tratschen, zusammen Erlebnisse sammeln, ist doch viel schöner, als in einer virtuellen Welt zu leben. Die Zeit vergeht. Man verpasst schöne Momente, weil man gerade nur ein Bild für Instagram gemacht hat. Ein trauriges Beispiel. Aber was passiert, wenn man so viel am Handy ist und bei einem der Opa stirbt? Dann sitzt man hier und denkt sich, warum habe ich nicht mehr mit ihm gemacht? Es ist ja schon zu spät. Pontosan ilyen dolgokra gondolok. Muszáj, hogy a telefon tényleg beszippancson. Hogy ne legyek képes azzal törődni, ami valójában történik. Nem szeretnék egyik nap ráeszmélni arra, hogy túl keveset éltem, hogy nem éltem ki magamat, hogy túl sok ment rá arra a vacakra, ami semmire nem jó. Ich gebe zu, das Handy kann hilfreich sein, aber in mancher Hinsicht das Leben erleichtern. Aber nicht in der Hinsicht, wo ich mein Leben lebe. Ich verwende mein Handy auch jeden Tag, aber ich bin nicht 24 Stunden erreichbar. Und mein Handy ist oft nicht bei mir. Ich herrsche über dieses Ding, nicht es über mich. Liegt jetzt etwa Ihr Handy auch neben Ihnen? Natürlich, vielleicht schauen Sie sich dieses Video auch am Handy an. Sehen Sie auch positive Seiten. Auch wenn wir jetzt nicht versammelt sind in einem Raum, können wir unsere Reden trotzdem halten. Das ist doch schön. Milyen jó, hogy az elektromos eszközök segítségével mégis ki tudunk állni, és megoszthatjuk a beszédünket. De mi történik a beszéd után? Hány tinédzser fog visszatérni kis odujába, bekapcsolja a kis kütyüt, és hopp, megint beszippantották. Wie viele Teenager werden nach dem Video wieder zu ihrem Handy zurückkehren und wieder irgendwelche Videos schauen oder Spiele spielen. Bin ich die Einzige, die das traurig findet? Dass wir in einer Welt leben müssen, in unser Handy oft wichtiger ist als das wahre Leben. Das wahre Leben, in dem wir reale Menschen begegnen.
Wissen Sie, was uns Menschen ausmacht? Warum wir anders sind als die Tiere? Weil wir reden, wir kommunizieren miteinander. Was wird aus uns, wenn wir einander nur mehr Abkürzungen schreiben? WG, wie geht's? WM, was macht's? KOK. Was ist das für ein Wortschatz? Wo bleibt die schöne Sprache? Misu, tschö, bro, xd, sifci. Mit történt a szép nyelvünkkel? Teljesen el fog veszni. Mit kéne tennünk ahhoz, hogy végre megállítsuk azt, hogy az adott nyelv ne heverjen romokban? Részlet Romhányi József Szamármese című verséből. A szamárnál szamarabb szemere sem szerzett hamarabb, szamárfi szamarat szomorú szamara számára, ezért sok szemérmes szamárkönyv szemerkélt a szamárnál szamarabb szemere szomorú szamara szemére. Kedves hölgyeim és uraim, íme a magyar nyelv szépsége. Mekkora kincs az, hogyha az ember nagy szókincsel rendelkezik, és mindenre tud egy szinonímát. Okos telefon, apparátus, kütyű, vacak. Hogyha nem csak minden, mint egy zombi pötyögni tud, hanem amellett gondolkodni is, és főleg másokkal élőben kommunikálni. Nem mondhatja nekem senki sem azt, hogy irogatni jobb, mint beszélgetni. Leider muss ich Sie enttäuschen. Ich werde Ihnen keine Ratschläge geben. Wissen Sie warum? Wenn Sie nämlich wirklich das Handy weglegen wollen und die Realität einschalten wollen, dazu brauchen Sie Selbstbeherrschung, um aus eigener Motivation es tun zu können. Nicht mich, die Ihnen Tipps gibt. Nur Sie selbst können in die Realität zurückkommen. Térjenek vissza a valóságba. Igen, ahogy főleg ezekben a változatos időkben is láthatjuk, nem mindig fényes. De jobb, mint egy dobozos élet. Jobb, mint otthon kuksolni, és csak a telefont bámulni. Jobb, mint az, hogy csak a virtuális barátait látja az ember. Früher war es Luxus, sich ein Handy leisten zu können, um erreichbar zu sein. Heute ist es Luxus, es sich leisten zu können, nicht erreichbar zu sein. Ein Zitat aus dem Internet. Régen az számított luxusnak, ha megengedhettük magunknak, hogy telefonunk volt és elérhetőek voltunk. Ma már az a luxus, ha azt meg tudjuk magunknak engedni, hogy nem vagyunk elérhetőek. Köszönöm, hogy meghallgattak, és remélem tudják még, hogy hol vannak. A nagybetűs életben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sind Sie noch online?